Hallo. Ja, ich habe ein Thema, über das ich aktuell am Grübeln bin. Es hat mit dem übergeordneten Thema Verlustangst zu tun. Und jetzt in diesem speziellen Fall geht es um dieses süße Ipsi-Depsi. Sie sitzt ja, glaube ich, seit fast 3 Monaten bei mir. Irgendwann im April kam sie. Und ich denke, dass sie es hier auf jeden Fall besser hat als da, wo ich sie hergeholt habe. Da war sie nämlich in einer recht großen Familie mit vielen Kindern und auch vielen Katzen. Also es waren da, glaube ich, 6 oder 7 Katzen auf verhältnismäßig engem Raum. Und als ich reinkam, um sie zu besichtigen, roch es ganz fürchterlich nach Katzenklo, von dem es nur eines gab, welches offensichtlich nicht gemacht war. Und hier mache ich ihr Katzenklo mal sofort sauber. Ja, auf jeden Fall glaube ich schon, dass sie hier ein besseres Leben hat als vorher und dass sie eine verhältnismäßig glückliche Katze ist, die noch niemals draußen war. Und ja, in letzter Zeit, ich bin halt im Frühjahr und im Sommer immer sehr viel auf meinem Balkon und jetzt gerade sowieso noch viel mehr, weil der Mensch und ich, mit dem ich mich aktuell regelmäßig treffe, wir sind halt auch viel da, weil ich habe ja kein Wohnzimmer. Mein Wohnzimmer habe ich ja vor 3 Jahren aufgeopfert, damit wir BJJ machen konnten. Und das ist halt bis heute so geblieben, obwohl das Corona schon lange vorbei ist und die Matte so gesehen eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Man kann ja nicht nur die ganze Zeit im Schlafzimmer sein, deswegen sind wir halt auf dem Balkon. Und in letzter Zeit war es mir halt irgendwie zu doof, immer wieder die Tür zumachen zu müssen, damit Ibs nicht mitkommt. Und dann habe ich sie einfach mal mit auf den Balkon kommen lassen. Und jetzt tatsächlich, gerade eben, war ich für eine Stunde auf dem Balkon und habe eine Zigarre geraucht. Und währenddessen war sie die ganze Zeit mit mir. Und ja, sie ist ans Geländer gegangen und ja, sie ist übers Geländer, unter das Geländer durchgeklettert, sodass sie quasi direkt am Abhang war. Ich wohne ja im Erdgeschoss, aber Hochparterre. Aber sie macht keinen Anschein, als würde sie runterspringen wollen. Jedenfalls mache ich mir halt seit sehr kurzer Zeit erst, und deswegen werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar Wochen Bedenkzeit auferlegen, Gedanken darüber, ob ich sie nicht vielleicht zur Freigängerkatze machen möchte. Was sie mit Sicherheit massiv glücklicher machen würde. Weil hier, also sie ist manchmal echt lange alleine, so wenn ich so gegen 14 Uhr meistens zu IPA fahre. Dann ja, ist sie für 7 Stunden alleine, was man ja mit einer Katze völlig machen kann. So. Aber sonst auch tagsüber, ich arbeite halt viel am PC. Ich gebe ihr auch viel Aufmerksamkeit, aber wenn sie währenddessen draußen sein könnte und Mäuse jagen könnte, dann wäre es wahrscheinlich ein deutlich geileres Leben, als hier so ein chilliges Leben zu führen. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es halt so, theoretisch ginge das hier, weil mein Wohnhaus, in dem ich lebe, das ist halt zur Balkonseite raus in so einen Garten zeigend. Da ist eine Nebenstraße, die ist aber auch recht stark befahren und dann wohne ich halt auf der anderen Seite direkt an der Hauptstraße, welche mega stark befahren ist. Und die Chance, dass ich dieses süße kleine Tier dann verlieren würde, sei es, weil sie irgendwann tot auf der Straße liegt, oder einfach verschwindet und ich niemals weiß, was passiert ist. Das kann passieren. Ne? Und ich habe sowieso, also ich muss sagen, bis heute habe ich, obwohl ich natürlich schon echt, also sie mega süß finde und auch lieb habe, habe ich sie noch nicht komplett in mein Herz gelassen, weil gerade auch mit Katzen ist das so ein Thema. Ich habe so viele Katzen in meinem Leben verloren. Ne? Meine erste Katze, die ich als Kind hatte, nachdem sich meine Eltern das erste Mal getrennt hatten, im Alter von 5. Die habe ich für 3 Jahre gehabt, habe ich so geliebt. Und dann, als meine Eltern die grandiose Idee hatten, wieder zusammenzukommen und wir wieder zurück nach Hamburg gingen, ist sie einfach nicht mitgekommen. Nur um dann in Hamburg uns wenig später doch wieder eine Katze zu holen, die, nachdem sich meine Eltern das zweite Mal getrennt haben, wieder weggegeben werden musste. Naja, und dann hatte ich halt auch noch mal 2 Katzen mit einer Ex-Partnerin und eine davon haben wir versehentlich ja, getötet, indem wir hatten so ein massives Klappbett. Und als das ausgefahren war, ist die Katze halt unter das Gestell irgendwo gegangen und hat da wahrscheinlich geschlafen.
Und als ich dann das Bett wieder zusammen zum Sofa geklappt habe, das ist halt wirklich massiv gewesen, muss ich ihr dabei irgendwie das Genick gebrochen haben. Und dann hatte ich nochmal mit meiner zweiten Ex-Partnerin, das waren nicht meine Katzen, das waren ihre Katzen. Aber mit der habe ich halt war mit der 4,5 Jahre zusammen und ich glaube, 3 davon haben wir auch zusammen gewohnt. Und insbesondere das Mädchen von den beiden Katzen, mit der habe ich mich halt super gut verstanden. So, und als wir uns dann getrennt haben im März 2018, ja, habe ich die halt seitdem auch nicht wieder gesehen. So, ist halt einfach schwierig. Und deswegen habe ich mir auch echt lange Gedanken darüber gemacht, ob ich mir noch mal eine Katze holen möchte. Nachdem ich mich letztes Jahr dann halt getrennt hatte, hatte ich mir fast ein ganzes Jahr Wartezeit auferlegt, wo ich mir wirklich, wirklich Gedanken darüber machen möchte. So eine auch, ja, in dem Fall jahrzehntelange Verpflichtung, Verantwortung auf mich zu nehmen. Und das auch mit Absicht ein bisschen erwarten wollte, um nicht vielleicht das als Lückenfüller zu nutzen, dafür, dass ich halt, ja, mich halt getrennt hatte von meiner Freundin und ja auch echt starken Liebeskummer deswegen hatte. Also das war wirklich doll. Hab da echt lange dran zu knabbern gehabt, von Juni bis Ende Mai. Da wurde es dann besser. Und seit Ende Mai bin ich drüber hinweg. Lustigerweise habe ich dann exakt wenig später den besagten Menschen, den ich aktuell treffe, kennengelernt. Ja, und auch diesen Menschen habe ich bisher zwar schon versehentlich in mein Herz gelassen, aber ich wollte es nicht. Ich habe mich eigentlich aktiv dagegen gewehrt und tue es auch weiterhin, weil Verlustangst ist halt so ein großes Thema. Ich denke, viele Scheidungskinder allein schon werden das nachvollziehen können. Aber wenn man dann halt auch noch, ja, sag ich mal, ein ganz besonders schlechtes Los gezogen hat im Leben, dann ist Verlustangst halt leider schon echt etwas sehr Einnehmendes. Ich habe jetzt ja wirklich 2 Jahre lang intensiv Psychotherapie gemacht und bin auch der Meinung, von der Borderline-Persönlichkeitsstörung so gut wie geheilt zu sein, auch wenn man offiziell davon nicht heilen kann, aber man kann recovern. Und das habe ich geschafft. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, so für das letzte halbe Jahr, wo ich diese Therapie noch machen werde, nach den ganzen Werkzeugen, die ich erlernt habe und die ganzen Skills, die ich mir aufgebaut habe, wie ich mein Leben jetzt auf gesunde und in Anführungszeichen normale Art und Weise leben kann, wird es mir jetzt noch für die Abschlussphase quasi darum gehen, einfach, meine Therapeutin sagte das mal, ich habe ja mein Leben lang eigentlich an Todessehnsucht gelitten und auch sehr oft suizidale Phasen gehabt und auch als junges Kind schon einen Selbstmordversuch, weil meine Eltern so schrecklich waren und es in der Schule so scheiße war, aber zu Hause auch so scheiße war, dass ich einfach gar nicht mehr wusste, was soll ich denn jetzt noch machen und auf der Schultoilette versucht habe, mich umzubringen. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt in der Abschlussphase für mich das letzte große wichtige Ziel, mich fürs Leben zu entscheiden. Mit all den negativen Aspekten, die auch mit dem Leben einhergehen. Wie zum Beispiel Verletzungen. Wie zum Beispiel Verlust. Und ich habe mich noch nicht entschieden, ob Ibs eine Freigängerkatze wird oder nicht. Nur ich denke, man sollte an einen Punkt kommen, an dem man sagen kann, egal was das Leben einen vielleicht noch auch für Unglücke auf dem Weg mitgibt, man hat das Selbstvertrauen in sich, dass man damit umgehen kann. Und dass man danach anschließend weitermachen kann. Ja. Deswegen ist es auch gerade, wie gesagt, ich wehre mich, dass allzu dolle Gefühle für diese Person, mit der ich mich jetzt aktuell treffe, entstehen. Kann das aber halt auch nicht komplett verhindern, weil wir schon intensive Zeiten erleben und auch wirklich schöne Momente haben so. Also es ist echt special. Ein paar Sachen erlebe ich, die ich noch nie erleben konnte. Teilweise völlig normale Dinge, also für normale Menschen völlig normale Dinge, die bei mir in der Vergangenheit Brechreiz ausgelöst haben, gehen jetzt mit dieser Person. Ist schön. Ja, deswegen mal gucken. Weil da hatte ich auch am Anfang richtig, da bin ich richtig durchgedreht, so, weil ich dachte, oh nee, das fühlt sich jetzt gerade gut an, aber das verliere ich doch sowieso wieder. Das kann ich nicht machen. Und dann merke ich so, aber wofür lebe ich dann? Nur um zu vermeiden, dass man verletzt wird. Das bringt doch gar nichts. Dann habe ich das in ein Lied verwandelt und seitdem geht es mir damit auch besser, weil das immer ein schönes Outlet ist. Ja, das wollte ich teilen. Sich fürs Leben zu entscheiden.
Schönen Restsonntag noch und dann bis morgen beim Training.